sehr zufrieden und sehr stolz auf das, was wir heute vor allem in der zweiten Halbzeit geleistet haben mit Ausfällen von Halil und Uwe, Kohli dann noch während dem Spiel. Ja, hier ein wirklich schweres Auswärtsspiel dann so zu gestalten und von allen Positionen ja, so den Teil dazu beizutragen, wirklich sehr, sehr starke Mannschaftsleistung. Ja, so wie es irgendwie immer hier ein bisschen ist am Anfang, finde ich, kommen wir eigentlich sehr gut rein. Ich habe ein richtig gutes Gefühl, weil viel funktioniert. Wir lassen dann ein bisschen zu viel liegen am Anfang, müssen eigentlich höher führen in meinen Augen. Und dadurch wird es halt dann ein enges Spiel. Und ja, mit ein bisschen zu vielen Fehlern gehen wir dann mit -2 in die Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja, was Kampf. Also war nicht viel spielerische Klasse, finde ich. Aber wir haben dann in den entscheidenden Momenten Paraden gehabt von Apple, haben in entscheidenden Momenten Tore vorne gehabt. Und das war dann heute das Entscheidende. Ah, sehr gut jetzt, sehr gut. Erschöpft, aber gut. Schwer gespielt. Wir haben ja letztes Jahr auch eben ein hartes Spiel gegen Erlangen. Die machen ja auch einen riesen Druck her, die kämpfen, die schlagen uns. Wir haben hier, wie gesagt, haben uns schwer getan. Und jetzt finde ich heute, dass wir so stark, dass wir auch zurückkommen. Und ich freue mich einfach, dass wir die 2 Punkte endlich mal hier vorne mitnehmen können. Ja, also meine Haut ist ja abgerissen oder gerissen. Da muss ich 7-mal genäht werden. Zum Glück hat man keine Schaden an den Zähnen gesehen, aber man hat es gesehen durch ein Loch, was da geworden ist. Es ist komische Verletzungen. Ich habe noch nie andere gehört, so, dass jemand sowas kriegt, aber natürlich ich dann, genau, wenn ich zurückgekommen bin. So, ich bin ganz froh, dass ich ohne Verletzung und auch mit meiner schönen Schiene hier drauf auch mal ein paar Paraden gemacht habe.